Es sollte der schönste Tag im Leben von Sarah Ray werden. Sie hatte gerade den Mann ihrer Träume geheiratet, war wunschlos glücklich, als sie plötzlich mitbekam, dass es ganz in der Nähe einen Autounfall gab. Sarah war Notfallsanitäterin und bevor sie überhaupt wusste, dass tatsächlich ihr eigener Vater und ihre Großeltern in den Unfall verwickelt waren, entschloss sie sich sofort zur Unfallstelle zu fahren. Als sie dann an der Unfallstelle ankam, verschlug es ihr die Sprache. Sie sah ihre Verwandten und konnte es kaum fassen. Glücklicherweise waren die Beteiligten nur leicht verletzt und die Feierlichkeiten konnten rasch fortgesetzt werden. So bleibt der Hochzeitstag sicher noch länger und stärker in Erinnerung.